Ja, und genau dort vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe steht jetzt meine Kollegin Sarah Tacke. Sarah, wir haben es gehört, es ist ja ein ganz besonderer Prozess, auch für unser Land. Können Sie uns das mal einordnen? Genau, das Besondere an diesem Prozess ist das Außergewöhnliche und die außergewöhnliche Dimension dieses Mordes an Walter Lübcke. Denn damit ist zum ersten Mal ein Politiker von einem Rechtsextremisten ermordet worden, von einem Neonazi. Und die Bundesanwaltschaft hatte damals in ihrem Plädoyer auch nochmal die Dimension deutlich gemacht und hat ganz klar gesagt, dass hier ist ein Angriff auch auf unsere Demokratie, auf uns alle, weil der Mord an Walter Lübcke auch ein Mord an jemandem ist, an einem mutigen Politiker. An einem mutigen Menschen, der auf eine Bürgerversammlung gegangen ist, um unsere Demokratie, unsere Werte, auch die Flüchtlingspolitik, die Offenheit in unserer Gesellschaft mutig zu verteidigen. Und am Ende hat er dafür mit seinem Leben bezahlt. Und die Kinder von Walter Lübcke waren jetzt kürzlich noch beim Bundestag, haben Becher mit dem Gesicht ihres Vaters verteilt, haben dazu aufgerufen, weiter an ihn zu erinnern und haben ein Plakat ausgerollt mit der Aufschrift »Demokratie ist unsterblich«. Und genau das zeigt die Dimension dieses Falles. Warum wird da jetzt in Revision gegangen? Warum ist der Fall jetzt vor dem Bundesgerichtshof? Ja, das ist auch wieder eine Besonderheit. In diesem Fall sind alle Verfahrensbeteiligten in Revision gegangen. Das heißt, sowohl die Bundesanwaltschaft, weil die Bundesanwaltschaft der Überzeugung ist, dass es einen zweiten, zumindest Gehilfen gibt. Markus H. ist freigesprochen worden vom Gericht. Und die Bundesanwaltschaft hat doch erhebliche Zweifel und geht davon aus, dass Markus H. Stefan Ernst, den verurteilten Mörder, unterstützt hat. Psychische Beihilfe, davon gehen sie aus, psychische Beihilfe zum Mord, weil er, so sagt es die Bundesanwaltschaft, und das ist ihre feste Überzeugung, ihn dazu angestachelt hat, Walter Lübcke zu ermorden, mit ihm Schießen geübt hat, ihn dabei unterstützt hat. Und die Familie von Walter Lübcke geht sogar davon aus, dass dieser zweite Mann ein zweiter Täter ist, ein Mittäter ist und auch mit am Tatort war. Deshalb hier diese Revision. Und es gibt noch einen zweiten Fall, der hier mit im Raum steht. Der Angriff, der glücklicherweise nicht tödlich geendet ist. Er hat knapp überlebt. Ein junger Iraker, der ist mit einem Messer angegriffen worden. Und da geht auch die Bundesanwaltschaft davon aus, dass Stefan Ernst diesen Mordversuch unternommen hat. Dafür ist er aber nicht verurteilt worden. Das heißt, auch das steht hier im Raum. Können Sie uns noch kurz einordnen, was wir zu erwarten haben von dem Fall jetzt? Also von der Zukunft. Genau, ganz wichtig ist zu verstehen, der Bundesgerichtshof rollt den Fall nicht nochmal neu aus. Das heißt, hier werden keine neuen Beweise erhoben. Man kann auch nicht davon ausgehen, dass es neue Erkenntnisse gibt, weil es allein darum geht, dass die Beweise, die auf dem Tisch liegen, nochmal genau angeschaut werden und geschaut wird, gab es da Rechtsfehler? Und das kann natürlich am Ende immer sein, dass die Richter hier zu der Auffassung kommen, dass es doch möglicherweise ausreicht, die Indizien ausreichen und den Freispruch von Markus H. am Ende aufheben oder aber auch nochmal überprüfen lassen wollen, ob Stefan Ernst nicht doch wegen eines zweiten Mordversuches verurteilt werden könnte. Wichtig ist aber, diese Entscheidung fällt nicht hier. Hier wird nur überprüft, gibt es Rechtsfehler? Das Ganze würde dann zurückverwiesen werden und dann würde das Verfahren nochmal neu aufgerollt werden. Das heißt, es kann sein, dass sowohl die Verurteilung als auch die Freisprüche in Teilen nochmal überprüft werden. Sicher ist das aber nicht. Ganz herzlichen Dank, Sarah Tacke nach Karlsruhe.